erster Fight. Kistenhaus bauen. Pro 12 Stunden, wo das Haus steht, bekommen wir einen Punkt. White Gorilla tritt wieder an. Zu den 10 Fights. Okay, unser Kistenhaus, es steht. Wir haben alle ziemlich viel zu tun gehabt. Und ihr seht, es ist 10 nach 7. Pro 12 Stunden, in der Zeit das Haus steht, haben wir einen Punkt gewonnen. Das Ziel wäre jetzt eben 7 mal 12 Stunden. Das heißt bis am Montagmorgen um 10 nach 7, weil heute ist Donnerstagabend 10 nach 7. So gemütlich ist es in unserem Kistenhaus. Wie von Zauberhand alles eingerichtet. Und die Uhr zeigt... Zeigt die Uhr, sehr dunkel. Und die Uhr zeigt 11 Uhr. Die ersten 24 Stunden sind geschafft. Es ist 2 nach 7. 24 Stunden später, das heißt, wir haben sicher 2 Punkte, weil unser Kistenhaus noch steht. Die ersten 4 Fights sind erledigt. Kannst du nachschauen, meine Playlist, wenn du Lust hast. Für uns geht es bald zu Bett. Wir sind sehr froh, dass hier drin schöne Matratzen und weiches Federbett liegt. Ich wünsche allen eine gute Nacht, euer White Gorilla. Guten Morgen und herzlich willkommen bei White Gorilla. Es ist wieder Morgen, wir haben eine zweite gute Nacht im Kistenhaus verbracht. Und heute steht Fight 5 an. Ja, guten Morgen zusammen. Tag 3 ist angebrochen. Wir haben schon 5 Punkte, weil Donnerstagabend 10 nach 7 stand das Kistenhaus, das du hier ganz knapp erkennen kannst. So sieht der Waldrand aus. Hier geht es rein in den Wald und dort ist eben das Kistenhaus. Lässt sich wunderbar schlafen, weil der Wald dunkelt ab, die Kisten dunkeln nochmals ab und es wird einfach nicht so früh hell wie ein Zelt oder unter einem Tarp. Also Tag 3 und heute geht es um Fight 7 und 8. Morgen ist Tag 4 und dann haben wir unsere 84 Stunden, wenn das Kistenhaus noch steht. Es ist jetzt 9 und 10 nach 7, Donnerstagabend haben wir es gebaut. Bis Freitagabend 24 Stunden, bis Samstagabend 48 Stunden, heute Morgen, Sonntagmorgen 60 Stunden, sogar fast 62 Stunden. Das heißt, morgen um diese Zeit haben wir 86 Stunden und haben unsere 7 Punkte. Jetzt bin ich gespannt, um was es geht in Fight 7. Nehmt euch da gleich mit. Also, so geht's da rein. Wir haben alles schotendicht gemacht für unsere dritte Nacht, damit die Mücken wenig plagen. Herzlich willkommen bei White Gorilla. Die letzte Nacht ist überstanden, das war die vierte Nacht. Und somit haben wir 7 Punkte, denn es ist 9 Uhr. Leider ist die Uhr stehen geblieben. Sie zeigt 8 Uhr an, aber sie ist einfach stehen geblieben. Ich denke, die Feuchtigkeit hat ihr nicht gut getan. Aber ihr seht einmal einen Bart. Das ist die letzte Türe und die gilt es jetzt zu öffnen. Wir waren da 4 Tage draußen mit diesen Boxfights. Hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Und heute geht es um den letzten Fight, um den 10. Fight. Ihr seht auch, alle Türchen sind offen, bis auf den ganz unten rechts. Und das ist der 10. Kistenfight. Wir haben es geschafft, 7 mal 12 Stunden gibt 7 Punkte, das sind 84 Stunden, 4 Nächte hat das Kistenhaus überlebt und jetzt muss es wieder weg. Thank you.
Und das ist übrig geblieben von unserem Kistenhaus. Jetzt heißt es noch alles platt machen, damit es wieder transportabel wird. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir würden uns sehr freuen über einen Daumen hoch. Bis bald, euer White Gorilla und sein Team.